VW bringt den ersten Gasgolf auf den Markt. Neben Elektro- und Hybridantrieb setzen die Wolfsburger auch auf das Thema Erdgas und ermöglichen dem Kunden so ein breites Spektrum an alternativen Antrieben. Doch der bivalente TGI kann in seinem 1,4 Liter TSI-Motor neben Erdgas auch Benzin verbrennen. Also Volkswagen hat schon eine lange Tradition mit Erdgasfahrzeugen. Bereits seit Anfang der 90er Jahre bauen wir Erdgasfahrzeuge, damals noch als Nachrüstlösung mit unserer Tochterfirma IAV in Berlin. Seit 2002 bieten wir original Werkslösungen an für Erdgas. Angefangen haben wir 2002 mit dem Golf-Variant. Mittlerweile haben wir ein ganzes Portfolio an Erdgasfahrzeugen, den EcoUp, den Touran, den Passat, Passat-Variant, Caddy, Caddy Maxi und jetzt seit neuestem auch den Golf TGI Blue Motion. Die nächste Gastankstelle findet der Fahrer ganz bequem über das Navigationssystem. In einem neu entwickelten Tankklappenmodul verbirgt sich neben dem Benzineinfüllstutzen der integrierte Erdgasanschluss. Einen Adapter wie bei Autogasfahrzeugen braucht man nicht. Ein Kilogramm Erdgas entspricht ungefähr 1,5 Liter Benzin oder 1,3 Litern Diesel. Erdgasfahrzeuge sind in strategischer Hinsicht besonders wertvoll. Erdgas ist auch als fossiler Kraftstoff ein besonders sauberer Kraftstoff. Darüber hinaus kann man ihn durch Biogas ersetzen, wie wir das zum Beispiel hier an dieser Tankstelle machen, hier in Hannover. Mit Biogas, 100% Biogas, fährt man heute bereits zu nahezu 100% CO2-neutral. Optisch unterscheidet sich der TGI nicht vom E-Golf oder vom Golf Plug-in-Hybrid. Ein sichtbarer Auspuff wie beim normalen Golf fehlt dem Gasgolf jedoch schon. Dieser endet nämlich kurz vor der Hinterachse unter dem Auto. Dort, wo beim normalen Golf das Reserverad platziert ist, sind beim TGI die beiden 15 Kilogramm fassenden Erdgastanks verbaut. Der 50 Liter große Benzintank ist weiterhin vorhanden. Innen ist kein nennenswerter Unterschied zu bemerken. Einzig die Erdgasanzeige im Kombi-Instrument lässt von innen auf den TGI schließen. Die Erdgasvariante kostet 2.700 Euro mehr als der normale Golf.